Die Strecke EF ist der Durchmesser eines Halbkreises mit Radius klein r. Auf EF liegen die Punkte A und B so, dass der Abstand zwischen E und A ein Drittel vom Radius ist und der Abstand zwischen F und B auch. Auf dem Halbkreisbogen sind die Punkte C und D so, dass ABCD ein Rechteck ist. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt dieses Rechtecks? Angegeben werden also diese Strecke EF und dieser Halbkreisbogen mit Radius klein r. Auch werden angegeben die Punkte A und B auf diesem Durchmesser EF so, dass der Abstand zwischen E und A ein Drittel vom Kreisradius ist und der Abstand zwischen F und B ebenfalls ein Drittel vom Kreisradius ist. Dann werden noch angegeben die zwei Punkte C und D auf diesem Halbkreisbogen, und zwar so, dass das Viereck ABCD ein Rechteck ist. Gefragt wird der Flächeninhalt von diesem Rechteck. Den rechnen wir natürlich durch Länge AB mal Breite BC, also so. Diese Länge, Abstand zwischen A und B, das ist 1, 2, 3, 4 mal ein Drittel vom Radius. Und um diese Breite BC herauszufinden, wenden wir den Satz des Pythagoras in diesem blauen rechtwinkligen Dreieck an. Pythagoras besagt, dass diese Kathetenlänge BC im Quadrat plus diese Kathetenlänge, das heißt 1 zweimal r Drittel im Quadrat, gleich ist zum Quadrat der Hypotenusenlänge. Und die Hypotenusenlänge, das ist der Radius vom Halbkreis, also gleich ist zu r Quadrat. Diese Gleichung ergibt, dass BC im Quadrat dasselbe ist wie r im Quadrat minus 4r Quadrat Neuntel. Und diese Differenz ergibt 5r Quadrat Neuntel. Daraus schließen wir, dass der Abstand zwischen b und c Quadratwurzel von 5 mal r Drittel sein muss. Also können wir jetzt hier in dieser Rechnung ab ersetzen durch 4 mal r Drittel und bc ersetzen durch Quadratwurzel von 5 mal r Drittel. Und somit finden wir als Flächeninhalt von dem Rechteck 4 mal Quadratwurzel von 5 geteilt durch 9 mal r Quadrat. Was also bedeutet, dass Antwort E die richtige ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.